das Bedürfnis zu streamen. Wundert euch nicht über die Beleuchtung, das hat alles seinen Grund. Wie sieht es hier aus? Bin ich hier zu hören? Ja, ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Das hat alles seine Bewandtnis. Gut, ein bisschen Zeit schinden, weil, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampe an. Mitteiletrenne. Mitteiletrenne. Was ist das denn hier? Gut, dass ich einen Teiletrenner da habe. Pins, Achsen. Ah, Cookie da. Hier sind ja Bars. Achsen, Pins, Pins, Achsen. Achsen, Pins, schwarze Achsen. Eigentlich ist es ja Technik, aber es sind auch Räder. Ne? Das sind Spezialfarben. So. Achsen. Das sind diese Dreierpins. Pin 3L Friction Rich and Stop Push. 2/3 Achse, 1/3 Pin. 1/3 Pin, 2/3 Achse. Vielleicht sollte man sich spezialisieren und einen Pin-Handel aufmachen. 2 blaue. Achse. So, wo ich dich hier gerade in die Finger bekomme, davon habe ich hier auch 1, 2. Kadern, Kadern. Ein wunderschön. Whatever. Ja, nachdem ich doch noch mal kurz selber dafür gesorgt habe, dass es hier nicht ganz so schnell losgeht, was ja keiner mitkriegt, weil es geht bei mir ja nicht zu einer festen Zeit los, geht es jetzt los. Ich habe auch schon wieder ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar ist gestern. Gestern ist quasi der dritte Adventskranz gekommen. Die vorhandenen zwei habe ich ja zerlegt, das hatte ich ja gestreamt. Und jetzt habe ich vorhin noch off-air den dritten Adventskranz, alles einfach, das sind glaube ich drei Bauabschnitte auf mehrere Tüten, alles aufgemacht, alles einfach dazu, zu dem gekippt, was ich hier schon hatte. Entsprechend sieht das aus, ich kann das ja einfach mal zeigen. Es sieht so aus. Ne? So sieht's aus, wir haben hier über mehrere Ebenen, Brackets, Grünzeug. Dann habe ich dieses kleine Grünzeug nochmal, der habe ich nochmal ein eigenes Gefäß gegönnt, weil das wäre da drin komplett untergegangen. Dunkelgrün, Wedge und 2x4. 1x2 schwarz mit Bar dran. Slopes, die waren nämlich hier mit drinne, aber dann hätte ich die schwarzen mit Bar von den schwarzen ohne Bar nicht unterscheiden können und die grünen Slopes nicht von den grünen. Ach guck mal, da ist noch einer. Von denen. Also habe ich das nochmal ein bisschen getrennt. Hier ist noch ein bisschen blau dazwischen, fand ich interessanterweise. Hatte ich beim Zerlegen nicht. Es sind hier auch noch so ein paar Sachen hinzugekommen. Nochmal 2x3 Bricks und die blauen Plates und die weißen 1x2 Bricks und so eine große schwarze Fliese. Ich habe keine Ahnung, keine Erinnerung mehr, wofür die gebraucht wird eigentlich. Hier sind die ganzen Hinges, die ganzen 1x4 in Dark Tan. Hier alles 1x4 Studs, zwei Aufhängevorrichtungen. Wo sieht man die? Achso, jetzt habe ich nur eine erwischt. Zwei Aufhängevorrichtungen. Hier die ganzen Kugeln, die habe ich hier auch, weil die sind da auch untergegangen. Hier sind auch noch andere Sachen. Kerzenelemente habe ich ganz weit weg, weil ich davon ausgehe, dass ich sie nicht brauche. Rot habe ich auch erstmal ganz weit weg, es sei denn, es sind Brackets. Ja, das sind wie gesagt alle Brackets. Die lassen sich ja leicht durch die Farben unterscheiden. Ein Hoch auf die Farbenseuche. Ja. So.
Und was wir jetzt noch brauchen, ist mir gerade eingefallen, super professionell, dass mir das jetzt einfällt. Wir brauchen noch die Anleitung. Ich glaube, sie befindet sich schon auf diesem Rechner. Aber um das sicherzustellen, gucken wir nochmal nach. Ich gucke einfach mal in den Downloads-Ordner. Ich habe die doch hier schon, ich habe die hier schon geöffnet. Die muss in meinem Downloads-Ordner liegen. Tut sie auch. Sie heißt kurz und ergreifend Breath. Ich habe ja gesagt, ich spreche es aus wie Breath, nur mit W. Kann auch völlig falsch sein. Und scrolle gerade. Oh Gott, ich habe das Scrollrad mit gedrückter Shift-Taste betätigt. Das war keine gute Idee. Gut, was habe ich hier noch? Ach, das ist der Original und das ist der. Das seht ihr jetzt gar nicht. Und ich habe nämlich folgendes Problem. Das ist eine DIN A4 Hochkantanleitung. Und wenn ich jetzt hier den Adobe Reader, also ich muss erstmal OBS zur Seite packen. Also OBS, du kommst mal kurz hier, du kommst erstmal darüber. So, wenn ich jetzt nämlich hier in den Vollbildmodus packe und dann Schreibtisch und dann die Anleitung einblende, dann seht ihr, das ist links und rechts schwarz. Das ist ja völlig beknackt. Wir gehen mal auf den an den Anfang. Das ist der erste Schritt. So, und jetzt habe ich mir überlegt, das muss ich jetzt nochmal auf die Schnelle machen. Ein Profi hätte das vorbereitet. Problem, jetzt habe ich OBS da und da. Ich muss es aber, naja, egal. Es gäbe sicherlich intelligentere Wege. Wir machen hier kurz, seien Sie live dabei, während ich einen Filter hinzufüge. Und zwar, ach so, es gibt schon einen Crop-Filter. Wisst ihr was? Den hole ich jetzt hier rüber, damit ich den ordentlich bedienen kann. Der ist im Moment deaktiviert, jetzt aktiviere ich ihn und jetzt könnt ihr quasi live dabei sein. Ich alles nicht hier schon. So, was müsste denn rein rechnen? Ich taste mich einfach mal ran. 400, 400, 600, 600. War das zu viel? Ich glaube, das war. Ich muss die rechte Kante sehen. Oh, das sehe ich ja gar nicht so richtig. Wollen wir das mal mit 600 versuchen? Gibt es mathematisch Sinn? Wenn ich 600 und 600, dann ist 1200, dann bleiben 27 übrig. Das könnte natürlich hinkommen. Wir schließen das Ganze mal. Jetzt sieht es eigentlich schon nicht schlecht aus, aber jetzt können wir natürlich die Geschichte auch. Ach so, der ist automatisch durch den Crop ist er automatisch an den Rand gewandert. Jetzt können wir aber vielleicht. Ja. Geht zwar ein bisschen was von meiner Baufläche flöten, aber ist dann so. Okay. Genehmigt? Ich glaube ja. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kommt hier noch die Tastatur aus dem Weg. Tanzbereich. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen ranzoome, weil aus Gründen, weil es vielleicht. Wir gucken mal. So, was brauche ich denn erstmal? Ich brauche erstmal, weil ich nehme jetzt nicht das ganze Tablett hier hoch, weil ich brauche Platz zum Bauen. Also ich hole jetzt erstmal nur alles das, was ich laut Anleitung brauche. So. Dann brauche ich zwei von diesen blauen und das ist Glück, dass das Glück ist, dass die hier jetzt in dem dritten Set, was wir jetzt neu dazu gekauft haben, da sind zwei. Wenn jetzt einer, dann hätte ich eine aus dem anderen, dann hätte ich den erstmal holen müssen. Also ich sehe mich schon hier zwischendurch mal nach nebenan verschwinden und aus meinem Kellervorrat Sachen holen. So, hier werden nämlich jetzt diese Bänzel festgemacht. Ich will, dass der Faden schon mal so in die richtige Richtung geht. Ach nee, Moment. Genau, der geht nämlich so und so. Und der geht so und so. Und die beiden soll man dann zusammen verwenden. Ne? Also so. Ich muss mal hier das aus dem Weg nehmen, weil das ist drüben ein Kontrollmonitor. So, ne? So soll man das einhaken. Weil ein Faden hält das nicht. Und ich dachte,
wie stellt man denn sicher, dass der nicht durch das Gewicht sich die abreißen, die Steine? Ja, das ergibt sich gleich. Muss ich mal ein bisschen an meinem Lichtmanagement arbeiten. Und dann muss ich an meiner Maus arbeiten, damit ich umblättern kann. Okay, ja, das war eigentlich auch zu erwarten. Das war zu erwarten, dass da jeweils wie beim, ich sag mal jetzt wie beim Original. Jetzt irritiert mich aber wieder was anderes, weil ich, ja, jetzt ist gut. Jetzt sehe ich nämlich wirklich das, was ihr seht. Gut, dann brauchen wir, wenig überraschend, dieses Gefäß. Die Gefäße können ja ruhig abgedeckt sein, das ist ja nicht so spannend. So, weil jetzt kommt hier Weiß obendrauf. Achso, und wir sind schon, ach ja, das hätte ich mir auch denken können, dass wir den brauchen. Dann kommt nämlich die Bracket-Abteilung. Die ist dann unter der Anleitung. Und da brauchen wir die roten. Da habe ich aber, ich befürchte, ich werde noch die Schüssel mit Rot. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, die Brackets, obwohl das war, glaube ich, nur bei dem Aufhängeteil, dass die rot sind. Das mit den Farben hat ja alles wieder seine Bewandtnis. Warum kann ich nicht mehr den Mauszeiger da lassen, wo er ist? Gut, jetzt brauchen wir, doch noch mehr. Also erstmal brauchen wir 10 farbene Brackets, das ist kein Problem. Die haben wir hier. Also nein, ich sagte, haben wir hier. Und jetzt brauche ich noch die Schale mit den, das ist hier, das ist die Schale mit den, mit diesen dunkelgrünen Slopes, lege ich schon mal dahin. Aber ich brauche auch das Gefäß mit den 1x2 Plates. Ja, das sind alles in der Schüssel, die ihr auch nicht seht, weil sie aus dem, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen reingezoomt, damit man ein bisschen mehr von dem Gebaue sieht. Ah, Moment, da, ach ja, stimmt, das ist ja ein bisschen asymmetrisch, diese Konstruktion. Deswegen brauchen wir jetzt, was bauen wir denn jetzt Interessantes? Schwarze Brackets. Das ist halt hier jetzt noch ein besonderes Element wegen dem Aufhängemechanismus, wobei der spezielle Teil bezüglich des Aufhängemechanismus hat sich wahrscheinlich schon erledigt. Bin ich jetzt irgendwo gegengekommen? Ja, wegen des Mausrad bin ich gekommen. Stimmt, ich kann auch das Mausrad benutzen. So, das Ding kommt nämlich jetzt das. Ah, so. Das ist ein bisschen strange, ne? Weil es geht so. Damit werden die beiden verbunden, weshalb auch dieses Hinge keine Rolle mehr spielt, weil die jetzt so miteinander verbunden sind. Jetzt brauche ich das nächste Gefäß. Schieben wir aber mal die Maus weg. Drei Plates. Okay, der kommt hochkant. Der kommt. Das ist alles hochkant. Da bleibt eine Noppe übrig. So. Hat so ein bisschen was von einem Herz. Achso, wenn ich dich dahin packe, komme ich nicht mehr an die Maus. Ach, jetzt kommen die. Es hatte ich mir. Ach nee, Moment, die sind ja da mit drin, die dunkelgrünen. Davon brauche ich auch drei Stück. Okay, eins, zwei, drei. Okay. Jetzt brauche ich noch drei Wedges. Ich glaube, das Gute ist, ich glaube, im ganzen Set wird nur eine Sorte Wedges benutzt. Also es gibt nicht dieses Links-Rechts-Wedge. Und an den einen Wedge kommt so ein. So. Okay, dann schwebt hier so ein Bracket im Raum. Okay. Nehme ich so hin. Und ein
Grüne kommt noch hier auf den Übergang. Okay. Das ist jetzt ein so ein Element. Ist schon überwiegend grün, dunkelgrün. Das ist ja nachher, man will ja nachher, wenn man den Kranz sieht, auf den ersten Blick will man halt nur dunkelgrün sehen. Gut, wir bauen den nächsten. Und davon bauen wir jetzt wahrscheinlich ganz viele. Und jetzt kommen die gelben Plate ins Spiel. Weil eben hatten wir ja diese Aufhängung. Dadurch war das ein bisschen anders als, also anders als bei dem, was jetzt kommt. Okay. Dadurch, bei Lego hatten sie immer gelb und weiß hier oben. Hier macht er jetzt gelb und gelb. Vielleicht macht er dafür später weiß und weiß. Weiß ich nicht. Ich baue einfach stumpf nach Anleitung. So. Es kann natürlich auch sein, dass jedes zweite unterschiedlich ist. Dass nicht alle gleich sind. Gut, das ist jetzt wie eben auch. Auch wieder mit diesem einsamen Bracket hier unten. Auch wieder mit dieser Abrundungsgeschichte oben. Also warum die nicht dunkelgrün sind, kann uns auch nur Lego sagen. Oh, da kam das Licht durch. Zack. Ja. Ach, guck mal jetzt. Oh, das ist jetzt doch sehr anders. Ach, geil, jetzt ne, drei Plates übereinander ist natürlich ein bisschen bescheuert. Entschuldigung, aber ein bisschen bescheiden, weil drei Plates übereinander sind ein Brick, aber wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir hier haben. Dann kommt wieder die Geschichte, die von oben. Im Moment bin ich ganz happy mit meiner Sortiersystematik. Also, da sage ich im Moment noch, gut gemacht. So, warte mal, der kam so. Genau. Ja, das ist auch wieder gleiche Chose. Ein nach unten versetzt, ein nach gleiche Höhe. Drei von denen. Und unten einer quer. Und dann die Wedges. Oben einer quer. An der Seite. Und der eine kriegt ein Bracket verpasst. So, dass das so aussieht. Und hier, nee. Da. Okay, das ist früh, dass das Audio-Interface abrückelt. Das kein. Mich mögen meine. Hallo CT, meine Audio-Interfaces mögen mich nicht. Keines. Keines mag mich. Oh, hier ist aber jetzt noch. Moment. Habe ich das bei dem anderen vergessen? Nee. Okay, hier haben wir schon mal einen eklatanten Unterschied. Hier ist noch ein Bracket unten dran. Ach. Seht ihr das, was ich sehe? Ein kleines, dezentes, ich versuche mal hinzuzeigen. Da, in der Anleitung, steht ein dezentes 12-mal. Das heißt, wir bauen das jetzt 12-mal. Das ist die Frage, kann ich das schon aus dem Kopf? Ich glaube nicht. Zack, ja, dann haben wir es 12-mal und dann wird das Ganze so und die haben den und der hat den. Nee, ja, ist alles okay. Ich muss jetzt immer ein bisschen vorwärts, rückwärts blättern, weil ich Schiss hab, dass ich sonst, ich könnte den umdrehen. Also ich glaube, wenn ich den umdrehe, sollte ich das eigentlich ohne Anleitung hinkriegen. Ja, das ist jetzt, wird jetzt super spannend. Also, 11-mal noch. Countdown. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht besonders spannend wird, hier das zu bauen. Ah, nee, Brackets.
Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie doof mit diesem, dass man den Break. Ich glaube, ich improvisiere, das werde ich bestimmt bereuen, aber ich glaube, ich improvisiere mal was in der Bauweise, weil dass man den Bracket da unten so einsam anbauen soll, finde ich ein bisschen doof. Da muss ich aufpassen, dass ich das richtig rummache, sonst. Warte mal. So. Ja, okay, alles klar. Oder so. Ja. Grün von unten. Von unten. Doch noch mal in die Anleitung. Genau, grün von unten. Aber was ich mir überlegt habe, was ich nicht machen werde, ich werde zwar jetzt drei weiße übereinander bauen, klar, bleibt nichts anderes übrig. Könnte man natürlich auch sagen, okay, das ersetze ich durch. Aber nee, das wird ja endlos. Wenn man jetzt sagt, ach, das ersetze ich dadurch und das ersetze ich dadurch, dann ist es ja kein Altbild mehr. So. Bauen wir den da unten. So, und den bauen wir in. Ups. Ja, ist vielleicht doch keine so gute Technik. Wenn schon, denn schon. So. Drehen wir mal um. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nee, der kommt wieder ein nach oben. Der kommt dahin. Unten quer. Ups. Wedge. Wedge habe ich. Ich will Wedges. Die habe ich jetzt keine Lust gehabt, nochmal zu trennen in der Sortierung. Die Wedges von den normalen. Obwohl es natürlich gleichfarbig ist und dadurch sieht man ja, leicht Verwirrung zu erzeugen ist. So. Check, check. Sieht gut aus. Wir blättern wieder. Wir blättern wieder hoch. Wir blättern erstmal dahin. Wichtig ist, dass ich den Anfang richtig mache. Dahin. Ja, und sonst so. Also ich habe schon ein Thumbnail vorbereitet. Da steht Teil 1 von Fragezeichen. Weil ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch, wenn ich hier fertig bin mit dem Grundgerüst, sage ich keinen Bock mehr, weil dann kommt ja quasi der Deko-Teil. Mache jetzt doch lieber nach Anleitung. Ist ja nicht so schwer, ein bisschen hin und her zu blättern. Bin gespannt, was übrig bleibt an Teilen. Ich habe diesmal, weil das ja nicht zur Debatte stand, ich habe diesmal auch nicht nach den Kriterien geguckt, wie viel der Originalteile benutzt dieser Altbild, weil das ja ein 2-in-1-Set ist, wo ja eh schon Sachen übrig bleiben. Na? Das heißt, es ist unfair zu sagen, oh, du benutzt ja so wenig Teile, weil das 2 in 1 benutzt ja schon nicht alle Teile. Ne? Diese Farben. Obwohl eigentlich ist es mir ganz recht, es ist ja doch einfacher so, das anzubauen mit den Farben. Plate oben. Plate versetzt. Ach, komm her, wenn ich dich gerade schon in der Hand habe. Jetzt weiß ich ja, wo die hinkommen. Kann ich die Teile ja auch, wenn ich mich sozusagen vergreife, kann ich das Teil ja einfach anbauen. Noch ein da.
davon und ein Wedge, aber ein Wedge mit Bracket dran. Nee, doch. Nein, doch. Oh. So. Dann muss hier noch ein und hier noch ein Bracket. Nochmal mit der Anleitung vergleichen, nicht, dass ich falsch mit falsch vergleiche. Nö, sieht gut aus. Können ja schon mal... Ah, shit. Seht ihr, es ist doch passiert. Also, die sind richtig... Oder sind die falsch? Habe ich jetzt die ersten falsch gebaut? Ich habe die ersten falsch gebaut. Also, du bist richtig, ihr seid falsch. Wie weit muss ich die auseinandernehmen? Ich muss nur den oberen Teil auseinandernehmen, um das zu reparieren. Weil ich muss die hier umdrehen. Das heißt, ich habe den ersten falsch gebaut und habe es nicht gemerkt. Hab den zweiten nach dem ersten gebaut, hab den dritten wieder nach Anleitung gebaut und da habe ich es richtig gemacht. Tja. Einmal mit Profis. So, also auch hier. Und natürlich einmal die Platten alle abnehmen, die oben mit unten verbinden. Na. Nicht alles auseinandergehen. Nur das, was muss. Ja, dass du da unten jetzt rumzickst. Das ist ein bisschen... Ja gut, das hat seine Stabilität natürlich in dem Moment verloren, wo ich die Plates abgenommen habe. Zack und zack. So, da muss der sein. Wenn ich die jetzt alle falsch rumgebaut hätte, hätte ich den Aufhänger umdrehen müssen. Gut. Weiter geht's. Aber wie gesagt, wir bauen lieber weiter nach Anleitung und achten darauf. Ich guck nochmal. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe den auch falsch gebaut. Das ist ja... Okay, es wäre also schlauer gewesen, ich hätte... das anders gedreht. Autsch. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe zwei Teile-Trenner hier liegen. Obwohl, das ist wieder die Thematik. Ah, doch, das geht auch mit denen. Also. Geht da. Das ist mit diesen. Jetzt habe ich ja noch das Problem mit diesen. Muss ich ja dann auch drehen. Das muss ja dann so rum. So was Bescheuertes. Ja, doch. Jetzt. Das kommt, weil man das Ding natürlich beim Bauen ständig hin und her dreht. Und ja. Also, ne, wenn ich jetzt dieses Bild sehe, dann denke ich natürlich, ja, ist es jetzt so rum oder so rum? So. Hier wieder dran. Ich muss jetzt echt gucken, dass die alle müssen gleich sein. So, gut, du hast dieses Grüne nicht, du hast Schwarz, aber du hast den da, du hast den da, du hast den da. Ja. Also. So. Das Ende muss da sein. Ich will aber hier sein. Maul. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich beim Bauen eben nicht irgendwie so, huch, einmal das Ding drehe, weil dann...
verkackt das alles wieder. Immer drauf achten. Achso. Also ich bin mir mal ziemlich sicher, dass ich heute nur den Rohbau mache. Einfach auch, weil mich interessiert, wie groß der Kreis ist. Na. So. Du bist da. Zack. So, dann soll ich den da unten dran bauen. Und die Bögen. Und hier ist wieder ein Slope. Hat sich doch... Na, ist halt nicht so einfach, das auseinander zu sortieren, wenn man es erstmal zusammengeschüttet hat. Jetzt kommt die Geschichte. Drei Plates gleich ein Brick. Brackets, Brackets, Brackets und hier unten ansetzen. Dann das Verkleiden mit den Plates. Ein nach unten. Ups. Ein nach unten. Nach oben. Wedges, please. Moment, kurz weiterblättern. Ja, muss ja so sein. Geht ja nicht anders. Es gibt ja nur eine Sorte Wedges. Und den hätte ich gar nicht reinschmeißen müssen, weil den hätte ich hier anbauen können. Ah, und noch der kleine, der hier die nochmal ein bisschen stabilisiert. Gucken, richtige Seite, richtige Seite. Dip, 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 dip. Ach, bis dahin. Gut, der zeigt nach da. Naja, eigentlich, hier ist es natürlich noch egal, in dem Moment, wo ich die Brackets anbaue. In dem Moment, wo ich die Brackets anbaue, da muss ich darauf achten, dass der zur richtigen Seite zeigt. Und dann bin ich auf der sicheren, richtigen und wie auch immer Seite. Es fängt schon wieder an zu knistern. Was ist das? Ich konnte einfach auch nichts sagen. Signal, Signal. Signal, Signal. Also er zeigt hier halt SIG für Signal. Ja, es ist mir ein Rätsel. Ich hätte nicht dran denken dürfen. Ich habe noch so gedacht, ja komisch, es tritt fast jedes Mal auf, aber auch wenn ich vorher einmal den Stecker ziehe, aber wenn es dann einmal im Stream auftritt, danach ist auch gut. Das hätte ich nicht denken dürfen. Sonst muss ich meinen iRig immer von oben nach unten schleppen. Oder mir einen zweiten iRig kaufen. Obwohl der mich ja auch gestern beim Podcast im Stich gelassen hat. Also da war ich ja auch etwas angefressen, weil da war ich so happy, dass meine Internetverbindung diesmal stabil durchgelaufen ist und dann verabschiedet sich der iRig, wie auch immer der genau heißt. Das hat, ja. Deswegen habe ich den Gedanken, mir davon einen zweiten zu kaufen für hier unten, dann auch erstmal wieder verworfen.
Dann kann ich auch mit dem zickigen Beringer hier leben, wenn der Eirik auch anfängt rumzuzicken. Wedges for the edges, for the bracket, for the record. Und noch einer für unten dran und noch einer für oben drauf. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Ich sollte vielleicht noch einen vierten hier versuchen unterzukriegen. Wir fangen wieder von vorne an. Oh, scroll, 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 scroll. Noch ist es egal. Also ich glaube, das würde ich mir selber nur im schnellen Vorlauf angucken. Schön als Zeitraffer. Das könnte man eigentlich machen, dass man sich selber das Video nochmal nehme. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Seht ihr, hätte ich beinahe falsch rum gemacht. Dass ich das nochmal runterlade und nochmal als Zeitraffer. Inklusive meinen. Oder ich schneide die Baufehler raus. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. We don't make mistakes. Mache ich doch wieder ohne Anleitung. Das wird sich wieder rächen. Ich weiß es jetzt schon. Aber so langsam meine ich doch zu wissen, wie es geht. Du bist auf der richtigen Seite. Alle sind happy. Ist das denn für ein Versatz hier? Langsam versuche ich hier doch mal die Wedges so ein bisschen rauszukriegen. Achso, Bracket sollte man vorher anbauen. Ja, kann ich auch hinterher anbauen. Aber nicht die Plate vergessen. So, richtige Seite, alles andere stimmt auch. Okay. Super spannend. Was habe ich denn jetzt geschafft? Jetzt habe ich. Geil, das habe ich auch noch nicht geschafft, dass die in unterschiedliche Richtungen die Noppen zeigen. Das merkt man zum Glück sehr früh. So, an diesem Punkt innehalten. Der muss nach da. Dann können wir die Brackets anbringen. Vier Zuschauer. Hallo, vier Zuschauer. Ich hoffe, es ist nicht für euch nicht ganz so eintönig wie für mich. Es ist, ja, wo sind wir denn? 6 von 12. Oh, Halbzeit, Bergfest. War nicht gefeiert. Kommst du noch da unten dran? Falsche Farbe. Wollen das ja ordentlich machen. Vergriffen. Unten drunter. Richtige Seite. Das ist nämlich die letzte Chance, das noch mit relativ wenig Aufwand zu ändern, wie wir gesehen haben. Nach dort. Nach dort. Nach dort. Autsch. So.
so ein bisschen Finger dazwischen. Ja, das freut mich. Das freut mich, dass das für dich. Ja. Gut. Fehlt noch was? Fehlt noch was? So. Machen wir mal. Richtige Seite, richtige Seite. So, die Noppen sollten schon in die richtige Richtung zeigen. Ah, ich habe wieder die falsche Farbe gegriffen. Aber das hätte sich nicht gelohnt, das nochmal nach Farbe zu sortieren. So. Vielleicht kriege ich es ja hin, dass es am Ende fast schon Zeitraffergeschwindigkeit ist. Ich werde mich nie wieder darüber beschweren, dass es ja langweilig ist, irgendwie ein Auto oder sonstige Fahrzeuge zu bauen, weil da ja links und rechts immer alles gleich ist, nur spiegelsymmetrisch. Na, Chiller. Heute meditatives Bauen mit Tobi. Zigmal dasselbe Element bauen. Es ist so aufregend. Und es ist ja auch schon weihnachtlich. Weihnachtslich? Weihnachtslicht. Weihnachtlich, weinerlich. Ich werde immer so weinerlich. Wedge mit Bracket, gleich noch eine. Und Redaktionskonferenz vollständig eingetreten. Wie schön. Na, Abend. Armin, ich darf dich ja so nennen, und Schelter. So. Oh nee. Leute, wieso hat mich keiner gewarnt? Wieso habe ich denn wieder gepennt? Oh, jetzt sind mir gerade beinahe was ganz Blödes passiert. Also, du musst dahin. Du musst dahin. Dahin, dahin. Ach, ach, ach. Es ist nicht so einfach, das wieder zusammenzubauen. Vor allem, wenn man einen Tisch hat, der nicht plan ist. So, so. Und alles wieder anbauen. Das kommt, wenn man sich an seiner Geschwindigkeit so ein bisschen hoch pusht und dafür die Genauigkeit auf der Strecke bleibt. Ist ja, wenn ich jetzt mich vergreife, dann kann ich auch gleich hier die Teile wieder farblich sortieren. So, kommen wir. Ne, kurz innehalten. Richtig. Und alles nur für meine Frau. Finde es ja irgendwie sowieso cool, dass sie selber auf die Idee kam, das Projekt Adventskranz aus Lego selber nochmal zu optimieren. Nachdem es ja letztes Jahr mit der Idee, selber den größer zu machen, nicht geklappt hat, hat es halt jetzt im zweiten Anlauf geklappt. Weil es nun mal Leute gibt, die schlauer sind als ich, wenn es um Lego geht. Und
Ups. Und ach ja. So. Ich will immer oben ein quer, aber nein, es kommt unten ein quer, oben kommt der Wedge quer. Hier kommt ein Wedge. Ein Wedge mit Briake. Ein Bracket hier unten und ein Grünlink. Richtig. Ja. Wird schon ein bisschen rutschig mit drei übereinander. Ja gut, jetzt ist noch nicht wichtig. Wie gesagt, wenn der Bracket kommt, dann wird es wichtig. So, richtige Seite, Bracket drauf. Grüne Brackets von unten. Ne, nicht in die Mitte. Jetzt mache ich hier völlig Blödsinn. Genau, du kommst da noch dran. Dann kommen wieder drei Weiße. Einer davon. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Die Bögen oben habe ich vergessen. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Kann man auch nachholen. Wenn man einen planen Tisch hat. Ein nach unten, ein nach außen. Wedges zu mir. Bracket kommt gleich. Und Verbindungsplate. Checken. Den habe ich anders. Also das, nee, der kommt aber nicht so rum. Der kommt so rum. Mehrheit siegt. So. Weiter geht's. Ich nehme ihn schon mal wieder richtig rum in die Hand. Ne, seht ihr? Da ist wieder was falsch. So, Noppen nach oben. Klingt wie die Gebrauchsanweisung für ein... Lassen wir das so. Zack. Wisst ihr was? Wir machen bei der Gelegenheit gleich den drauf. Sonst vergesse ich das wieder. Achso, Brackets drauf. Richtige Seite. Alles klar. Von unten. Die Schüssel ist schon etwas gewölbt. Das macht sich jetzt sehr negativ bemerkbar, weil sie jetzt anfängt rumzutanzen. 1, 2, 3. Und. Das erinnert mich so ein bisschen. So ähnlich stupide muss es sein, dieses Schild von Captain America zu bauen. Nee, 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 nee. Nochmal gucken, richtige Seite. So, da kommt aber noch was dazwischen. Wedge mit Bracket. Und noch die Plate oben drauf.
So, das soll erstmal, das ist bestimmt noch nicht der letzte, aber der letzte in diesem Stil. Wahrscheinlich musste er doch irgendwie noch mal in der Bauweise abweichen. Okay. Houston, Problem. Ich habe jetzt nur noch einen gelben. Das liegt daran, dass ich ja aussortiert habe. Das wirft mich jetzt natürlich zurück. Okay, ich baue jetzt. Ja, Mist, das kann natürlich sich noch an mehreren Stellen rächen. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich einen weißen benutzen kann, ersatzweise, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich die weißen alle brauche. Wäre auch bescheuert, wenn ich dann wieder einen weißen wenn ich dann für einen weißen an meinen Vorrat muss, dann kann ich auch gleich an meinen Vorrat gehen. Gut, ich baue den jetzt erstmal, soweit ich ihn bauen kann. Jetzt habe ich nämlich das Problem, ich habe zwar meine Eimer hier unten, also ne, hier im Nebenraum ist halt mein Vorrat, meine ganze Teilesammlung. Aber die spannende Frage ist, in welchem Eimer sind einmal vier? Das steht in meiner Datenbankdatei. Ist nur die Frage, wo ist meine Datenbankdatei? Habe ich die auf diesem Rechner? Liegt die in meiner Dropbox? Ich glaube, die liegt in meiner Dropbox. Das ist ja alles wieder nicht zu Ende gedacht. Alles wieder nicht zu Ende gedacht. Alles wieder nicht zu Ende gedacht. Hier fehlt noch der Bracket. So, weiter kann ich nicht bauen. Ich brauche eine Plate und ich weiß nicht, ob eine von diesen Plates übrig ist. Gut, wir luschern mal ein bisschen. Okay, hier wechseln wir von gelb auf weiß. Und ich befürchte, am Ende fehlen mir dann Dateile. Guck mal, ich brauche 8. Also ich brauche 4 und ich soll das Ding zweimal bauen. Also brauche ich 8. 2, 4, 6, 8. Und dann habe ich noch 2 übrig. Okay. Okay, weil ich aber so das optisch schöner finde, machen wir das so. So ist es nämlich auch beim Lego-Set. Ne? 2, 4, 6, 8. Und dann hoffe ich, dass ich nicht irgendwo anders noch. Bullshit. Ja, und dann hoffe ich, dass ich nicht noch irgendwo anders. Gut, dann gehe ich halt an meinen Vorrat. Aber ich habe jetzt keinen Bock, erstmal rauszufinden, in welchem Eimer sind meine einmal 4. Ne? Das sieht auch schick aus. Ist für mich quasi eine Verbeugung am Originalset. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder hier wo. Jetzt habe ich mich ja völlig aus der Bahn geschossen. Wir sind, das ist richtig. Das heißt, wir sind jetzt an der Verplatungsabteilung. Ja, das ist, wenn man halt nicht so richtig, nicht die 100% richtige Ausgangssituation hat, ne? Ich habe halt nicht drei Sets hier ausgepackt, sondern ich habe, also ganz vollständige Sets ausgepackt. Ich habe halt zwei gebaute Adventskränze auseinandergenommen. Und das ist nicht dasselbe. Gut, 12 Stück. Diese 12 soll ich zusammensetzen zum Kreis. Das ist doof, weil dann verbaue ich mir hier den ganzen Platz. Jetzt bauen wir lieber nochmal und die baue ich jetzt parallel. Wir bauen jetzt nochmal die beiden anderen. Ne? Weil er musste.
die sehen eigentlich genauso aus. Ich glaube, die macht er nur, da muss er nur auf andere Farben zurückgreifen. Also, ne? Er benutzt jetzt hier halt zweimal weiß, weil er nicht alles mit Gelb machen konnte. Er hätte. Nee, das muss irgendwie unten ja auch an. Ach, da nimmt er wahrscheinlich von den Dark Ten. Von den. Wir lassen uns einfach überraschen. Ich baue jetzt erstmal einfach. Weniger sabbeln, mehr bauen. Und vor allen Dingen richtig bauen. Vielleicht sind die unteren ja doch insgesamt anders. So. Vor allen Dingen darauf achten, dass die Seiten richtig sind. Vier. Ist die Reihenfolge nur eine andere? Ja, es ist das gleiche, nur in einer anderen Reihenfolge. Ich wunderte mich, wieso machen wir erst dies und nicht wie bei den anderen erst das, sondern ja, es läuft wahrscheinlich exakt aufs gleiche hinaus. Nur ein bisschen andere, es werden etwas andere Steine benutzt, um das gleiche zu erreichen. Und jetzt kommen wahrscheinlich, genau, das habe ich mir gedacht, weil jetzt haben wir ja keine weißen mehr. Dafür nehmen wir jetzt die hier, weil wir davon noch genug haben. Und machen mit denen dasselbe, wie wir sonst gemacht haben. Soweit, so gut. Check. Ah, ich habe die Bögen oben vergessen. Wollen sich wieder Teile verpieseln. Ich muss meine Datenbank hier auf diesen Rechner packen für solche Fälle. So, jetzt habe ich das nachgeholt. Jetzt kommen die Plates. Später. Später. Oh, Gleichgewichtsstörung in der Schüssel. So, wie sieht es denn mit euch aus? Habe ich von euch genug? Nein, nicht oben quer. Unten quer, weil hier kommen Wedges, Wedges, Wedges und du nach unten. Bin ja noch nicht fertig. Ach, guck mal, da bleibt nämlich, ach doch, da bleiben ein paar mehr übrig. Die wir ja vielleicht noch brauchen. Ich weiß es doch nicht. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hängen geblieben. Da kommt noch ein Bracket hin. Hier unten kommt noch ein Bracket hin. Hier kommt noch eine Plate hin. Und dann gucken wir mal. Achso, da sind wir, 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 da sind wir. Das heißt, wir können jetzt Trommelwirbel, jetzt überlege ich mal, wie ich hier die Teile zusammenschütte, die ich noch habe. Oder ich könnte auch noch mehr zusammenschütten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist. Weil ich finde es immer ärgerlich, wenn man Sachen zusammenschüttet, die man so schön getrennt hat, aber ich könnte vielleicht gefäßtechnisch. Das könnte da rein. Dann könnte das da rein, weil
Diese roten Schüsseln sind immer so großzügig. Gut. Ihr kommt. Oh, Rumpel. Ich will ja nur mal kurz Platz haben hier. Und dann zoome ich, glaube ich, mal kurz, wo ist mein Kontrollschirm? Da, Kontrollpult. So, damit ihr das auch seht. Also die beiden sollen nach unten. Der soll logischerweise nach oben. Und dann würde ich sagen, mal tippe ich mal ganz spontan, kommen 6 nach da und 6 nach da. Das heißt, wir machen hier mal 3. 3, 3. 3, 3. Ach Quatsch, zähle ich 3, 3, 3 ist doch Quatsch. So, zack. Ach so, da sind die Fäden, dadurch liegt der nicht so gut auf. Dann machen wir hier. Und da. Dann machen wir. Immer genau ein. Oh oh. Zack, 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 zack. Ja, ich glaube, ihr seht schon, was so das Problem ist. Na, oder? Ach doch, 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 das passt. Knack und knack. Es passt gerade eben. So, jetzt habe ich gerade, ich habe 12, 2, 14, 15. Es sind 15 Elemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Waren es bei dem anderen auch 15? Weiß ich gar nicht mehr. Der Karton ist hier gerade unter dem Tablet. Ach, das kann man auf dieser Abbildung nicht sehen. Aber ich gehe mal davon aus, das war, müssen eigentlich auch 15 gewesen sein, weil das mit den Hinges nicht anders geht. Gut, jetzt gucken wir doch mal wieder zurück. Hier anleitungstechnisch. Zweimal. Das ist Schritt 40. Das ist das, was vor uns liegt. Ist Schritt 40. Okay, und jetzt geht's halt los. Okay. 13. Ach, guck mal. Wahrscheinlich, weil wir nicht genug davon haben, nehmen wir hier. Also wir sind hier ja bei dem Schwarzen. Der kommt hier drauf und hier drauf. Und dann nehmen wir die, und da bin ich jetzt, da würde ich jetzt befürchten, dass ich nicht genug habe. Und das ist dann der Grund, spätestens der Grund aufzuhören. Der soll immer nämlich auch von dem dritten, ne, also hier von der mittleren Noppe dahin. Und das soll ich nämlich jetzt noch 13 mal, 14 plus den sind 15. Also er hätte auch, wenn er 15 von diesen Slopes hätte, hätte er 15 Slopes benutzt. Hatte er nicht, deswegen musste er an einer Stelle Grünzeug nehmen. Und die Dinger sind jetzt sozusagen die verhindern, vielleicht kommen auch noch andere Teile, die verhindern, dass, was weiß ich, die obere Hälfte sich von der, die untere Hälfte nicht schwerkraftmäßig von der oberen Hälfte verabschiedet, weil die ja nur von den Hinges zusammengehalten werden. Und jetzt werden aber hier immer zwei benachbarte Elemente werden verbunden, so dass die Hinges nicht, jedenfalls nicht alleine, das Gewicht halten müssen. Ja, ich muss auch mein Gewicht halten, aber das geht auch ohne Slopes. Das ist wieder so was Faszinierendes. Das ist ja nun eine völlig willkürliche Konstruktion hier. Bin ich jetzt doof? Ja, ich bin doof. Da muss ich hin. Ich habe die an der falschen... Warte mal, wo soll ich hin? Ich habe hier dadurch, dass ich so gedreht gucke, habe ich mich für die falsche Noppe entschieden. Ja,
Hier bin ich aus dem Winkel gekommen. Das, ach, guck mal, ich hätte doch genug. Warum soll ich denn hier so eine Pflanze nehmen und nicht so einen Slope? Vielleicht brauche ich die vier noch. Aber das ist jetzt natürlich, ja, also ab jetzt würde ich dem Ding zutrauen. Sprach's und machte es kaputt. Also, genau das solltest du doch verhindern, du blöder Slope. Weil das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So, ihr lieben Slope. Achso, wahrscheinlich ist es, war es das Anheben an der Stelle. Okay. Es geht. Es geht, es hält. Deswegen steht ja auch Handle with both hands. Also. Ach, nee, das kann er nicht ab. Das kann er nicht ab, weil wenn man ihn so halb, wenn er so, dann biegt er sich. Und das Biegen, auf Biegen und Brechen. Aber es kommt ja noch mehr. Und ich hoffe mal sehr stark, es kommen noch mehr verbindende Elemente. Ja, seht ihr? Ja, es kommt. Okay, da habe ich jetzt aber keine Lust mehr zu. Wir sind hier bei, was sind wir? Eine Stunde irgendwas. Ist zwar noch nicht so spät, aber... Oder mach ich noch ein bisschen. Es juckt mir ja wirklich so ein bisschen in den Fingern. Okay. Ach. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, noch ein bisschen Podcast vorzubereiten, aber gut. Jetzt hat mich hier... der Ehrgeiz gepackt. Hier, ne, damit ihr das mal seht, das ist die Schüssel mit den Geflens. So, was soll ich denn jetzt miteinander verbinden? Die Noppe und die Noppe. Und das jetzt einmal drumrum. Okay. Also, Wedge-Noppe mit Plate-Noppe. Wedge mit Plate. Ja, das, wie gesagt, war ich vielleicht ein bisschen zu voreilig mit meinem Anheben. So nach dem Motto, dass da muss noch viel, viel mehr kommen, was hier die einzelnen Elemente miteinander verbindet. Und so. Ja, was ich sagen wollte, wo ich irgendwie von abgekommen bin, ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn man solche Konstruktionen hat, die eben das normale Lego-Raster verlassen, im Sinne von, ja, dass eben mit Hinges irgendwelche Winkel erzeugt werden, dass dann aber trotz dieser, dass man sich vom Raster löst und plötzlich Winkel, Schrägen und Ähnliches reinbringt, über Hinges halt meistens, dass dann trotzdem, wie in diesem Fall, das ja doch wieder passt. Also ne? Trotzdem ist hier der Abstand von der Noppe zu der Noppe ist genau wieder im Raster. Sonst würde ja dieses Pflanzenteil da nicht passen. So. Hä? Immer und ich soll mit dem anfangen. Warte mal, ich muss es noch ein bisschen drehen. Ich soll mit dem anfangen und jetzt soll ich immer und da hoffe ich ja, befürchte ich, dass mir vielleicht auch was fehlen wird. Wir werden es sehen. Ich soll immer, weil das wahrscheinlich nicht reicht, soll ich immer noch mit dem Slope das Grünzeug fixieren. Okay. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann natürlich wirklich hält. Wenn ich hier jetzt noch das Grünzeug zusätzlich noch mit dem Slope fixiere. So. Ja, richtig rum.
Wäre nicht schlecht. Das hat doch, also das ist wirklich schon eine ordentliche Adventskranzgröße. Na. Ja, hier muss ich, das ist, hier muss ich natürlich wieder mich ans Raster halten und das sieht man halt nicht so richtig. Weil die Pflanze ist in so einem schrägen Winkel und wenn ich den Slope quasi an der Pflanze ausrichte, dann komme ich nicht aufs Raster. Also, ja, sind genug Slopes da. Und jetzt muss ich aber rechtzeitig aufhören, weil ich sollte hier oben, da oben sollte ich das nicht machen. Genau, das sieht man hier nochmal auf diesem Bild. Da geht's los, da hört's auf. Hier ist es nicht, weil da kommt ja noch die rote Schleife hin. Okay. 2, 5, 65. Geil. 2, 5, 65. Okay. Das ist der Punkt, wo ich aufhöre. Weil das ist jetzt nicht mehr Stabilität. Jetzt sind wir beim Deko-Teil angekommen. Ja, das ist Deko-Teil. Das wird, glaube ich, auch nochmal richtig Zeit fressen. Das wollte ich jetzt nochmal gucken. Ich habe hier die fertige Schleife. Oh, Namen Tessie. Ob ich die Schleife nochmal umbauen muss. Oh ja, die muss ich nochmal umbauen. Da ist die Fliese. Oder macht er die genauso? Okay. Okay, das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Genau, das ist jetzt ein. Das ist der andere. Also ich glaube, den größten Teil dieser Schleife kann ich wieder verwenden. Gehen wir zurück zu. Ach, guck mal, es sind insgesamt 118, 122, 106, 127 und ich bin jetzt bei 44, 45, 47. Da bleibe ich stehen. Bei 48 bleibe ich stehen. Gut, das schauen wir dann mal. Jetzt machen wir nochmal die Probe aufs Exempel. Warte mal. So, jetzt wo ja, glaube ich, alles gebaut ist, was für die Stabilität wichtig ist, versuche ich nochmal ganz mutig, ihn wirklich nur an den Fäden. Geht. Geht, geht, geht. Gucken wir uns nochmal kurz von der Rückseite. Ja, das ist meine Notlösung. Das sind die mit Gelb und das sind die mit Weiß. Und die mit Weiß, die nur weiß sind, haben hier nur Dark Ten, während die anderen hier weiß haben. Und wie gesagt, das soll eigentlich auch gelb sein, aber ich hatte jetzt keine Lust, in meinem Vorrat rumzugucken. So, wie gesagt, Fundament ist fertig. Das soll es für heute sein, weil das wird mir so. Sonst finde ich wieder kein Ende. Das möchte ich auch nicht. Life is short. Gut, also bin gespannt, ob ich jetzt nächstes Mal dann schon mit der Deko oder ob, wie, ich habe keine Ahnung, wie zeitraubend die Deko ist. Das werden wir dann sehen. Aber das Fundament ist gelegt. Mal schauen, wie es mit der Deko weitergeht. Das war's für heute. Mal schauen, wann es hier weitergeht. Macht's gut soweit. Ciao. 1, 2, 3. Heute mal. Was Neues. Das Bedürfnis zu streamen. Wundert euch nicht über die Beleuchtung, das hat alles seinen Grund. Wie sieht es hier aus? Bin ich hier zu hören? Ja, ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Das
hat alles seine Bewandtnis. Gut, ein bisschen Zeit schinden, weil, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampe an. Mitteiletrenner. Mitteiletrenner. Was ist das denn hier? Gut, dass ich einen Teiletrenner da habe. Pins. Achsen. Ah, guck da. Hier sind ja Bars. Achsen, Pins, Pins, Achsen. Achsen, Pins. Schwarze Achsen.